Name ist Birgit Wilkes. Ich bin Professorin an der Technischen Hochschule in Wildau im Studiengang Telematik und dort zuständig für die Gebäudetelematik Ambient Assisted Living. Das ist so das angenehme Leben zu Hause und das hilfreiche Leben und auch für die Telemedizin. Ja, wir sind in einer Musterwohnung in Berlin-Marzahn, die wir ausgerüstet haben. Das heißt, wir sind die OTB, die Orthopädie-Technik Berlin, die Technische Hochschule Wildau und insgesamt etwa knapp 50 Partner aus dem technischen und nicht-technischen Bereich, die hier alle mitgewirkt haben. Ja, das geht eigentlich von den klassischen Sachen, das heißt Hilfsmittel für Behinderte, für ältere Leute, über Wohnaccessoires. Zum Beispiel haben wir hier einen Teppichboden, über den ich gut mit einem Rollator fahren kann, der sich dann nicht aufschiebt. Wir haben Pflegebetten, die man sich angucken kann. Wir haben im Bad eine ganze Menge Hilfsmittel. Wir haben aber auch technische Hilfsmittel. Das heißt, die Wohnung ist vernetzt und kann eben auch Informationen nach draußen geben. Und wichtig ist, die Wohnung selber kann auf mich aufpassen. Ja, die Wohnung kann auf mich aufpassen, heißt, wir haben hier eine ganze Menge Sensoren in dieser Wohnung. Diese Sensoren zeichnen Dinge auf, die können gesammelt werden und aus diesen Informationen kann über mich, über die Wohnung, über den Bewohner ein Profil erstellt werden. Die Wohnung sammelt Informationen über mich. Diese Informationen, die werden rausgegeben, die werden von einem Rechner von künstlicher Intelligenz verarbeitet. Dort wird ein Profil erstellt und dort wird auch geguckt, ob Abweichungen sind. Falls Abweichungen von dem Normalprofil sein sollten, dann können die an einen Pflegedienstleister, also an einen Menschen dann wieder weitergegeben werden und der entscheidet, der kann dann entscheiden, was zu tun ist. Der kann zum Beispiel anrufen und so kann die Wohnung wirklich auf mich aufpassen, dass mir nichts passiert. Und sollte mir was passieren, wird die Wohnung das auch über die Sensoren ziemlich schnell mitbekommen. Ja, das ist ein Thermostat, der hängt in jedem Raum. Und dieses kleine Kästchen, das registriert jetzt durch einen Bewegungsmelder, wann sich jemand im Raum befindet, wann dieser Raum benutzt wird. Und da stellt auch ein Profil für jeden Tag separat. Und wenn dann klar ist, es befindet sich niemand im Raum für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel am Montag immer, wenn ich zum Sport gehe, ist für 3 Stunden niemand da, dann senkt das Kästchen automatisch die Temperatur in dem Raum ab. Es wird aber nicht abgedreht, sondern nur abgesenkt um maximal 4 Grad und so kann ich eine ganze Menge Energie sparen. Sowohl das Kästchen an der Wand als auch die Thermostatventile kommen völlig ohne externen Strom aus. Das heißt, sie erzeugen ihren Strom selber. Das Kästchen durch ein kleines Solarmodul und die Thermostatventile erzeugen ihre Energie durch die Temperaturdifferenz zwischen der relativ kühlen Außenluft, so gut 20 Grad, und dem warmen Wasser, was etwa mit gut 60 Grad durch die Leitung läuft. Ja, der Hauptunterschied ist, Google Nest überträgt die Daten an einen zentralen Server, der steht bei Nest. Das heißt, alle Daten sind bei Nest, sind draußen. Hier ist es so, dass alle Daten in der Wohnung bleiben. Da wird gar nichts rausgegeben. Nest, also Google einmal möchte natürlich Daten sammeln, deswegen ist es für Google wichtig, dass diese Daten zentral gehalten werden, weil ich natürlich auch viel über das Verhalten der Menschen in der Wohnung sehe. Auf der anderen Seite ist es so, dass in Amerika auch die Energieversorger mit eingestiegen sind in diese Lösung. Und dadurch, dass die abends immer besondere Energiespitzen haben, hauptsächlich auch durch Heizen, durch Kühlen der Wohnung, versuchen die, diese Energiespitzen auf eine längere Zeit zu verteilen. Und das machen sie, wenn sie eben wissen, wann kommt ein Bewohner wieder, indem sie eine Wohnung im Sommer zum Beispiel vorkühlen und dann, wenn der Bewohner kommt, dann ist vorher die Hauptenergie verbraucht worden. Und wenn der Bewohner wiederkommt,
dann ist die Temperatur da, die er haben will, die nur noch gehalten wird. Und somit können die Energieversorger die Energie verteilen. Wenn die Bewohner das mitmachen, dann bekommen sie ihren Strom günstiger. Das wird hier in Deutschland noch nicht gemacht. Das ist natürlich tatsächlich ein Grund, auch die Daten rauszugeben. Die Energieversorger sind hier ein bisschen konservativer. Also hier ist die Idee noch nicht da, dass man so viel sparen kann durch die Vielzahl der Haushalte. Aber die Vielzahl der Haushalte, die alle eben immer abends bestimmte Geräte anmachen, sind in der Gesamtheit doch schon eine ganze Menge. Das heißt, ich glaube selber, dass man da viel sparen könnte. Ja, wir haben auch eine Möglichkeit, Daten rauszugeben, die in der Cloud verarbeitet werden. Da haben wir mehrere Sensoren angeschlossen. Das ist zum einen ein Fenstergriff. Dieser Fenstergriff hat viele Sensoren drin. Der zeichnet die Temperatur auf, die Helligkeit, die Luftfeuchtigkeit, hat einen Erschütterungssensor. Das heißt, wenn jemand versucht einzubrechen, kann auch Alarm gegeben werden. Hat noch einen Lagesensor, damit ich weiß, ist das Fenster offen oder nicht. Diese Informationen, die werden alle rausgegeben, kann ich zum Beispiel sehen, lüftet jemand regelmäßig, kann daraus ein Profil erstellen. Dann haben wir auch noch einen Sensor am Kühlschrank, der ebenfalls Daten mitliefert. Dann haben wir auch noch ein Mikrofon in der Küche. Das ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Dieses Mikrofon zeichnet nichts auf, sondern zeichnet nur die Lautstärke auf, also Dezibel. Und so können wir sehen, wann ist in der Küche was los. Und allein durch diese Daten, also Kühlschranköffnung, Küche, wann ist da was los und was ist mit den Fenstern, was passiert da, haben wir schon eine ganze Menge Informationen über die Wohnung. Können ein Profil erstellen, das wird wirklich in der Cloud erstellt, über KI, über künstliche Intelligenz. Und dann können wir sehen, ob da jetzt Unterschiede sind. Das heißt, jemand, wo eigentlich immer morgens um 8 in der Küche was los ist, da passiert jetzt bis 9 Uhr, 10 Uhr nichts, dann kann von dem Rechner eine Information gegeben werden an den zuständigen Pflegedienst zum Beispiel oder auch, wenn es erlaubt wird, an Bekannte oder an die Familie und die können dann mal anrufen und gucken, was eigentlich los ist. Die Cloud, die wird betrieben von IBM und da steckt der IBM Watson dahinter. Das heißt, eins der größten Systeme für künstliche Intelligenz. Das ist natürlich durch unsere eine Wohnung hier nicht ausgelastet, aber bietet ein unheimliches Potenzial, um wirklich ganz viele Wohnungen aufzuschalten und in unglaublich kurzer Zeit diese Daten auszuwerten, zu verwalten und Informationen, gezielte Informationen, schon vorverarbeitete Informationen an medizinische Dienste, an Ärzte oder an Pflegedienste weiterzugeben. Also Datenschutz ist ohne Frage ein großes Thema und Datenschutz ist auch wichtig. Aber ich muss auch gucken, dass es eben auch wichtig ist, vor allen Dingen den Menschen wichtig ist, eigenständig in ihren Wohnungen noch möglichst lange zu leben. Das geht den älteren Menschen so, auch wenn sie irgendwelche Krankheiten haben, zum Beispiel auch Demenz. Bei Demenz ist es wichtig, ja, gerade um die Krankheit nicht so schnell fortschreiten zu lassen, dass ich in gewohnter Umgebung bleibe, das heißt, dass ich zu Hause bleibe. Und mit diesen Systemen, die wir hier anwenden, die Sie ja sehen können, da ist das möglich, dass diese Menschen länger zu Hause bleiben können. Und deswegen akzeptieren die auch die Systeme, die akzeptieren den Umgang mit den Daten, solange er in einem wirklich vernünftigen Rahmen bleibt. Aber es ist eigentlich, wenn man mit den Menschen redet, überhaupt kein Problem, die Daten auch rauszugeben, sicher irgendwo zu lagern. Und ich halte einen Cloud-Anbieter für ziemlich sicher und dann auch zu verarbeiten. Das heißt, die Menschen sind damit einverstanden und die wollen das auch, wenn sie den Nutzen sehen. Wichtig ist auch, wenn ich irgendwas in meiner Wohnung vergesse, und das passiert nicht nur älteren Leuten, das passiert mir auch, dass zum Beispiel meine Wohnung mich darauf aufmerksam machen kann. Wenn zum Beispiel Wasser überläuft hier irgendwo, dann haben wir Wassersensoren, die stehen einfach auf dem Fußboden. Wenn es darunter feucht wird, wird ein Kontakt geschlossen, die geben einen Alarm.
Und dieser Alarm wird erstmal hier in der Wohnung per Funk an einen Kasten weitergeleitet und der sagt mir dann einfach per Sprachmitteilung, pass mal auf, da wird es gerade feucht, da hast du einen Wasserschaden. Oder ich lasse meine Eingangstür offen stehen, dann wird mir gesagt, deine Eingangstür ist zu lange offen. Oder wenn ich zum Beispiel im Bett liege oder zu lange im Bett liege, dann kann auch ein Signal gegeben werden. Das heißt, die Wohnung kann mir auch etwas sagen, auch zum Beispiel, wenn ich den Herd vergesse. Ja? Ich sitze zu lange, habe vergessen, dass ich was auf dem Herd habe, der ist noch an. Dann sagt mir erstmal dieses Kästchen in der Wohnung, dein Herd ist noch an. Wenn ich dann nicht reagiere, dann kann Herd zum Beispiel abgeschaltet werden. Bei anderen Dingen, zum Beispiel wenn die Wohnungstür offen stehen bleibt und ich reagiere nicht, dann kann eine Telefonnummer, die hinterlegt werden kann, angerufen werden. Und dort wird dann gesagt, was passiert ist. Das kann zum Beispiel auch die Nachbarin sein, wenn das für die Nachbarin okay ist. Und die guckt dann einfach mal nach, warum steht die Wohnungstür offen. Ja, was wir noch haben, wir können Geräte abschalten, wir können per Funk auch Licht abschalten und wir können per Funk auch Steckdosen abschalten. Nicht alle, einige unserer Steckdosen ganz normal, die haben Dauerstrom, andere, die sieht man auch sehr deutlich, die sind grün bei uns, also einfach eine andere Farbe, die sind eben auch schaltbar. Das heißt, alle Geräte, die ich abschalten will, wenn ich zum Beispiel die Wohnung verlasse oder wenn ich schlafe, die gehören in eine grüne Steckdose. Ja, zum Beispiel auch in der Küche die Kaffeemaschine oder der Toaster oder Bügeleisen sowieso. Also alles, was ich abschalten will, wenn ich gehe, wenn ich im Bett liege, gehört in so eine grüne Steckdose. Die sind entweder über Schalter schaltbar oder über Generalausschalter, da ist es ganz sinnvoll. Wir haben bei uns in der Wohnung einen Generalausschalter am Ausgang. Wenn ich da drauf drücke, werden alle Lampen ausgeschaltet, werden alle grünen Steckdosen ausgeschaltet. Die Hausgroßgeräte, wie zum Beispiel der Herd, der Ofen, werden auch ausgeschaltet. Und ich kann ganz sicher sein, da kann nichts mehr passieren. Es wird natürlich nur das ausgeschaltet, was wir auch definieren. Das heißt, der Kühlschrank bleibt an. Genau, bei uns sind alle Schalter geklebt. Das hat den Vorteil, dass ich sie einfach umsetzen kann. Ganz oft sind ja Schalter da, wo ich sie nicht haben will. Die verschwinden dann so halb hinterm Schrank oder ich muss abends aufstehen, wenn ich schon im Bett liege und muss nochmal das Licht ausmachen oder ich muss sehr gezielt mit meinen Pantoffel werfen. Unsere Schalter kann man einfach ans Bett kleben. Das heißt, die werden irgendwo hingeklebt. Es ist sehr günstig, zum Beispiel auch, wenn jemand mal temporär im Rollstuhl sitzt. Ich kann alle Schalter einfach ein Stück runterkleben oder auch mal im Bett liegt, krank ist. Ich kann auch einen Schalter direkt ans Bett kleben. Das können Jalousieschalter sein, dann kann ich meine Jalousien vom Bett aus bedienen. Das können Lichtschalter sein. Die sind über diese Schalter eben per Funk bedienbar oder auch über den Generalausschalter. Mit diesen Schaltern, die können nicht nur einzelne Lampen schalten, sondern wenn ich etwas per Funk habe, dann kann ich ja definieren, welcher Schalter soll was schalten. Dann können auch mehrere Empfänger angesprochen werden und damit kann ich ganze Lichtwege schalten. Besonders sinnvoll bei uns der Nachtschalter oder Toilettengangschalter. Wenn ich da drauf drücke, der ist direkt am Bett, dann geht auf meiner Seite des Bettes das Nachtlicht an, dann geht in der Fußleiste gehen LED-Lampen an, die sind in der Fußleiste im Schlafzimmer durchgezogen, ebenfalls im Flur, dort haben wir auch LEDs in der Fußleiste, die gehen an, das heißt, der ganze Weg ist beleuchtet, sehr einheitlich beleuchtet und im Bad geht noch Licht an. Ich kann also ganz in Ruhe ins Bad gehen, alles ist beleuchtet, ich muss keinen Lichtschalter mehr suchen, ich gehe nie irgendwo in ein dunkles Loch. Ich kann ganz in Ruhe zurückgehen, drücke nochmal auf den Schalter, alles aus. Ja, die Kosten sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Kosten der Technik sind eigentlich gerade relativ tragbar.
Zum Beispiel so ein Funkschalter liegt je nach Ausführung zwischen Anfang 30 bis Mitte, Ende 30 Euro. So ein Empfänger kostet knappe 40 Euro, also 38 Euro ungefähr. Das sind alles Endkundenpreise, sodass ich mir also gerade diese hilfreichen Lichtwege oder Schalter relativ einfach eben auch nachrüsten kann. Alles, was man hier in der Wohnung sieht, ist nachrüstbar. Das heißt, ich muss nichts irgendwie baulich machen, sondern das ist ganz wichtig, ich kann das einfach in meine Wohnung, wo ich wohnen bleibe, nachbauen. Das ist also relativ einfach machbar. Ich muss auch überhaupt kein Informatiker sein. Das ist sehr leicht zu lernen. Da habe ich einen Knopf, der versetzt den Empfänger in einen Einlernmodus. Dann drücke ich einmal auf den Schalter, dann hat dieser Empfänger gelernt, auf diesen Schalter soll ich hören. Das ist alles. Das mache ich bei uns mit den Kindern in der Kinderuni. Die sind so 8 bis 12 Jahre. Da geht es auch ganz prima. Und weiter ist da nichts zu machen. Was ich allerdings noch brauche, wenn ich die Empfänger installiere, ist ein Elektriker. Das sollte ich nicht alleine machen, sondern da sollte ich einen Elektriker ranlassen. Okay. Wir arbeiten viel mit Funk. Und es kommt auch hin und wieder mal die Frage, wie ist das eigentlich so mit dem Elektrosmog? Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Wenn Sie empfindlich sind, das gibt es, gegen Elektrosmog, dann nehmen Sie Funk zum Ausschalten vom Elektrosmog. Das ist tatsächlich ernst gemeint. Wenn wir zum Beispiel hier Strom abschalten, dann können wir auch zum Beispiel das Schlafzimmer komplett stromlos schalten mit Funk. Dieser Funk ist ja nur ein ganz kurzer Impuls. Ja, das ist noch nicht mal eine Sekunde, das sind Millisekunden, wo ich ein Funksignal habe, wo ich also elektromagnetische Strahlung habe. Ich habe aber dauernde elektromagnetische Strahlung, zum Beispiel von meinen ganz normalen Stromkabeln. Jedes Stromkabel, was durch die Wand läuft, erzeugt Elektrosmog. Und zwar mehr als ein Funkimpuls. Das heißt, ich kann mit Funkimpulsen Elektrosmog vermeiden und nicht umgekehrt. Weil das ist so wenig. Da habe ich wesentlich mehr durch ein WLAN, durch das WLAN des Nachbarn, was ich gar nicht beeinflussen kann, durch die Stromleitungen, die durch meine Wände laufen, durch Funkspielzeug, was meine oder Nachbarkinder benutzen. Das heißt, da entsteht wesentlich mehr Elektrosmog als durch diese kurzen Funkimpulse fürs Schalten. Das heißt, Steuern, Messen, Regeln ist immer eigentlich völlig unkritisch. Nein, da guckt nur der Sensor, der funkt ja nicht. Ja, das heißt, der Sensor, der empfängt nur Daten, verarbeitet die und dann wird eben auch ganz selten mal ein Funkimpuls abgesetzt, nur wenn das Thermostatventil gesteuert werden soll. Was sicherlich noch verbesserungswürdig ist, wo es noch Möglichkeiten gibt zur Verbesserung. Das ist einmal, dass ich viel batteriebetriebene Geräte habe. Zum Teil finde ich, ist das akzeptabel. Das heißt, wir haben schon Geräte, die wirklich, wo die Batterien alle 3, 4, bei neueren Geräten sogar alle 10 Jahre, sagt man, gewechselt werden müssen. Ich denke, das ist akzeptabel. Wir haben hier allerdings auch Geräte, wo wir merken, da müssen wir alle halbe Jahr, alle dreiviertel Jahr die Batterien wechseln. Das ist sicherlich zu kurz. Es gibt jetzt immer mehr neue Standards, neue Funkstandards, die sehr, sehr energiesparend sind. Ich glaube, je mehr die eingesetzt werden, desto besser wird das auch mit den Batterien werden. Da wird sehr viel dran gearbeitet. Andere Möglichkeit ist eben das sogenannte Energy Harvesting, was wir auch mit dem Heizungssteuerungssystem machen. Das heißt, dass die Geräte selber aus dem Umfeld irgendwie ihre Energie erzeugen und diese Energie nutzen, also gar keine Batterien mehr brauchen, sondern Umfeldenergie nutzen, um selbst zu funktionieren. Das geht bei vielen Geräten, bei einigen wird es vielleicht nicht gehen. Also so eine gesunde Mischung, da wo Batterien sinnvoller sind, ja, aber mit sehr energiesparenden Funkprotokollen. Und ansonsten wird sicherlich auch immer mehr die Energie aus dem Umfeld genutzt.
Also Umfeldenergie bedeutet, dass ich Energie nutze, zum Beispiel Lichtenergie oder kinetische Energie. Also wenn durch Drücken zum Beispiel auf einen Schalter kann ich auch Energie erzeugen, oder wenn irgendwas wackelt, das macht man heute auf der Straße, wenn Autos fahren, dann können die selber sozusagen wieder Energie erzeugen durch das Wackeln für irgendwelche Sensoren auf der Straße. Oder eben durch Temperaturunterschiede, da lässt sich überall Energie erzeugen. Ja, wo geht das hin? Ich weiß gar nicht, ob das ein Traum ist, wenn ich so in die Zukunft schaue, weil wir haben einfach ganz großen Druck. Ja, wir kommen. Ich bin da mittendrin in dieser demografischen Welle, die eigentlich schon fast ein demografischer Tsunami ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft leben. Es ist eigentlich auch schon ganz klar, dass immer mehr auch medizinische Versorgung nach zu Hause verlagert wird. Und da arbeite ich eigentlich dran, an dem, wie ich selber leben will in Zukunft, wenn ich alt bin, ja, und noch vernünftig versorgt werden will, zu Hause sein will, vernünftig medizinisch versorgt werden will. Und ich denke, da geht's tatsächlich, ich fände es gut für mich, wenn ich nicht alle Sensoren an mir hätte, sondern wenn wirklich Sensorik um mich rum ist, wenn Sensorik in der Wohnung ist, die möglichst gut beurteilen kann, wie es mir geht, die mich unterstützen kann. Das will ich auch nicht erst, wenn ich alt bin, sondern das finde ich auch jetzt schon oft gut, die mich unterstützen kann, die auch teilweise was ausgleicht, wenn ich was vergesse. Denn das ist auch nicht nur ein Problem älterer Leute, sondern man vergisst eigentlich in jedem Alter was, und einfach mein Leben sicherer macht. Das ist so meine Idee. Die Sensoren werden kleiner, die werden vielfältiger, die werden, das haben wir jetzt schon, viel, viel preiswerter werden. Und dann kommt es eigentlich nur darauf an, dass es findige Leute gibt, die wir ja auch versuchen auszubilden, die Ideen haben, aus diesen Sensoren was zu machen. Denn wichtiger, also Technik haben wir schon ganz viel, wichtiger sind die Ideen, die ich selber produziere. Was kann ich daraus machen? Was kann ich wirklich für tolle Szenarien, Dienste daraus machen? Da wird es immer komplexer. Ja, das ist auch noch so ein Wunderpunkt. Wir bilden ja in Telematik aus, also Telematik befasst sich ja gerade mit allen vernetzten Dingen. Wir haben Vollstudiengang Telematik nur ein einziges Mal in Deutschland, in Wildau eben. Es gibt schon ein paar Vertiefungsstudiengänge, aber ansonsten Vollstudiengänge erst wieder zwei noch in Österreich, und wir haben noch in Holland einen Studiengang Telematik. Das heißt, Telematik wäre wichtig, Leute, die einmal vernetzte Systeme betrachten, aber auch Leute, die lernen, mit anderen Berufen zusammenzuarbeiten. Telematiker arbeiten immer nur für und mit anderen Berufen zusammen. Dieses übergreifende Arbeiten ist extrem wichtig. Und da müssen zum Beispiel auch, da muss ich die Ausbildung von Architekten ändern. Die wissen noch gar nichts von diesen Technologien. Das ist in den Ausbildungen noch nicht drin. Genauso Planer, aber auch Ausbildungsberufe, zum Beispiel Elektriker, Trockenbauer. Ja, also die Leute, mit denen ich, wenn ich so eine Musterwohnung baue, auch zu tun habe. Die ganzen Handwerker, die hier irgendetwas tun, die haben sich vielleicht mal aus Eigeninteresse damit beschäftigt, aber das ist noch nicht wirklich verankert in den Berufsausbildungen. Da müssen wir hin, die müssen viel vernetzter arbeiten, weil das, was wir hier bauen, ist eine Systemlösung. Und bisher ist eine Wohnung sehr abgegrenzt. Da weiß jeder, was er macht, und arbeitet nicht mit dem anderen zusammen. Und das muss sich aufweichen, sonst kriegen wir das nicht hin. Wir haben das jetzt gemacht, einmal mit Gehörlosen und der Smartwatch. Dann war die Idee, das werden wir im Märkischen Viertel machen, dass wenn jemand aufsteht und über die Sensormatte läuft, dass dann der Partner über die Smartwatch aufgeweckt wird, und dass ich natürlich auch alles, was ich hier an Sensorik habe und wo ich erinnert werden soll, das kann ich natürlich auch mehr auf die Smartwatch. Also Smartwatch ist auch sowas, die werden ja jetzt auch billiger.
Wir haben jetzt eine, die kostet normalerweise ein Hunderter. Und die gab es jetzt vor Weihnachten bei Amazon für 70 Euro. Ja, also damit kann man alles machen. Da ist eine Programmierschnittstelle drin. Und ich kann eben auch die Smartwatch als Ausgabegerät nutzen. Das heißt, ich kann erstmal, damit man aufmerksam wird, die Smartwatch vibrieren lassen und kann dann anzeigen, zum Beispiel, der Herd ist noch an, ja, mach den doch mal aus. Oder auch die Idee, zum Beispiel Medikamentengabe, also überhaupt die ganze Medikation. Ja, wann muss ich welche Medikamente nehmen? Das ist irrsinnig schwierig für ältere Leute. Und die kriegen teilweise wirklich Schäden, einen Fall hatten wir von Nierenschaden oder eben auch Kontraindikationen, also dass die Medikamente nicht miteinander so richtig wirken, wenn sie diese Medikamente nicht richtig einnehmen und die packen das nicht mehr, weil die haben teilweise 10, 12, 15 Medikamente am Tag zu nehmen. Und der Name sagt nicht viel, dass man dann wirklich auf die Smartwatch auch die Medikamenten Liste spielt, wann die Medikamente eingenommen werden müssen, dass meine Smartwatch mir sagt, so, jetzt bist du dran, nimm bitte zwei von den roten Tabletten, die so rund sind. Ja, und Gibt's das das, denn schon? Gibt's das schon? nee, das gibt's nicht. Die Smartwatches sind zu neu und das haben wir uns jetzt gerade ausgedacht, mit der Truppe, also die Studenten, die gerade bei mir Gebäudeautomation hören, mit denen mache ich auch immer so ein konkretes Projekt. Da wollen wir genau sowas umsetzen mit einer Smartwatch, auch für gehörlose und schwerhörige Personen, dass die eben auch zum Beispiel den Feueralarm mitkriegen. Jetzt sollen zwar alle Wohnungen ja ausgerüstet werden mit den Rauchmeldern, aber nur jemand, der gut hört, kriegt das auch mit. Und dass die eben auch hören bzw. mitbekommen durch den Vibrationsalarm, auch nachts zum Beispiel, ja, hier ist Feueralarm und ich muss raus. Oder dass sie mitkriegen, meine Waschmaschine ist fertig, da kommt ja dann auch so ein Piepton, den hören viele auch nicht. Dass auch sowas weitergeleitet wird auf die Smartwatch oder irgendwelche anderen Geräte sind fertig. Oder ich muss eben meine Tabletten einnehmen, wie auch immer. An. Ich fange eigentlich damit an, dass ich mir überlege, was will ich eigentlich? Wo sind meine Probleme und was will ich? Und dann kommt das eigentliche Problem, ich muss irgendeinen Handwerker oder Berater finden, der sich auskennt und der mir Ratschläge geben kann, welches System kann mir denn helfen. Aber wichtig ist, dass ich erstmal mir selber klar werde, was will ich eigentlich? Denn es gibt so wahnsinnig viel. Was sind meine Probleme? Was will ich? Womit möchte ich anfangen? Man kann das Ganze auch, viele Systeme sind so, dass ich es modular aufrüsten kann. Aber ich sollte mich hinsetzen, mir überlegen, was ich will. Und dann eben mit meinem Experten zusammen nochmal durchgehen, wie stelle ich mir das vor? Wie soll das gemacht werden? Der kann mir Vorschläge machen. Das ist noch die Schwierigkeit. Da versuchen wir eben zum Beispiel über Smart Home Deutschland auch Listen zusammenzustellen. Wo gibt es in welcher Region schon Handwerker? Wo gibt es Experten auch für altersgerechtes Wohnen, die solche Hilfestellung geben können? Das heißt, dahin kann man sich auch wenden, wenn man in einer bestimmten Region ansprechen kann. Waschbecken sitzen, dann kann ich mich auch
unserer Steckdosen. Gerade für Leute, die Arthrose zum Beispiel in der Hand haben, habe ich hier eine Steckdose. Wenn ich nicht mehr so ziehen kann, drücke ich hier rauf, habe den Stecker gleich mit. Dann geht's zur Seite. Jetzt wird der Stecker auch aus.